Tete, Pepe, Felix und Mia gehen jeden Tag alleine zur Schule. Das ist nicht für alle Kinder selbstverständlich. Viele werden mit dem Auto gebracht. Solche Elterntaxis sorgen an vielen Schulen und Kitas für gefährliche Verkehrssituationen. Um das Problem anzugehen, hat die Hannoversche Volksbank im Jahr 2017 den Bewegungspass ins Leben gerufen. Das Prinzip? Die Kinder bekommen in einem Flyer eine Unterschrift der Eltern, wenn sie zu Fuß oder mit dem Rad kommen. Bei 20 Unterschriften gibt es ein kleines Geschenk. Felix Decker vom Regionssportbund Hannover hat die Aktion mitorganisiert. Wir beteiligen uns ja zusammen mit dem Stadtsportbund in diesem Projekt als Regionssportbund und möchten Kindern die Möglichkeit geben, sich auf einfachen Wege mehr zu bewegen und natürlich auch die Situation auf den Straßen vor den Schulen und Kindergärten einfach zu entlasten. Auch die Hannoversche Volksbank freut sich als Förderer der Aktion sehr über den Erfolg, erklärt der Vorstand Matthias Battefeld. Also wir beobachten jedes Jahr, dass die Erfolge größer werden. Wir haben mittlerweile fast 50 Vereine, die wiederum Kooperationspartner suchen, also im Wesentlichen Schulen und Kindertagesstätten. Und wir haben im vergangenen Jahr 17.000 dieser Bewegungspässe ausgegeben und darauf sind wir sehr stolz. Wir sind eine regionale Filialbank, wir sind hier verwurzelt und haben unser Geschäftsgebiet hier und deswegen war es für uns, neben der Tatsache, dass wir die Angelegenheit für sehr unterstützenswürdig halten, auch mit den regionalen Partnern zusammen eine Herzensangelegenheit. Und deswegen haben wir uns engagiert und planen das auch für einen Zeitraum von mindestens 6 Jahren mittlerweile. Den Bewegungspass wird es also noch länger geben. Das lohnt sich für alle Beteiligten, auch für die Vereine, sagt Mareike Wiedler, die in dem Projekt gleich mehrere Rollen hat. Sie ist Mutter von 2 Jungs, die beim Projekt mitgemacht haben, und Geschäftsführerin des VfL Eintracht Hannover. Der Bewegungspass ist für den VfL Eintracht Hannover sehr interessant, da wir einen direkten Kontakt zur Zielgruppe bekommen, in Kommunikation gehen können. Wir können uns als Verein bekannt machen. Wir können auch sagen, was ein Sportverein an sich bringt. Als außenstehende Mutter glaube ich, dass das Projekt sehr gut angenommen wurde an unserer Schule und dass, wenn Kinder es erstmal ausprobiert haben und die Eltern auch merken, dass das Kind in der Lage ist, zur Schule zu gehen, dass das auch nachhaltig weiter fortgesetzt wird und das Kind selbstständig mit dem Roller zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad zur Schule geht. Der Erfolg des Projekts zeigt sich auch daran, dass sich das Bild vor den Schulen und Kitas zum Positiven verändert hat. Also der Bewegungspass entspannt die Situation vor den Schulen ungemein. Ne? Das heißt, weniger Autos, mehr Kinder und ein sicheres Anreisen zur Schule und Abreisen von der Schule. Es ist natürlich dann auch ein positiver Nebeneffekt. Tete, Pepe, Felix und Mia können also auch in Zukunft ohne Gefahr alleine zur Schule gehen oder fahren. Und sie kommen auch wieder sicher nach Hause.